Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Saarländerinnen und Saarländer. Ich habe 6 Minuten Zeit, um meine Gedanken knapp vorzutragen. Erstens, wir sind leider nicht in den Antrag von CDU und SPD eingebunden worden. Also so wichtig schien es den beiden anderen Fraktionen dann auch nicht, dass das gesamte Haus hinter einer Sache steht. Und zweitens, eigentlich das Wichtigste, dieser Anschlag vom 7. Oktober, dieser grausame Anschlag vom 7. Oktober 2023 gegen unschuldige und unbewaffnete Zivilisten, Männer, Frauen und Kinder, ist grausam, unverzeihlich und mit nichts zu entschuldigen. Das muss klar sein. Und deshalb habe ich mich eben auch mit Ihnen allen zusammengestellt. Ich habe mich gestellt für diese Opfer dieses Tages. Ich habe mich aber auch gestellt für alle die Opfer, die Zehntausende, die in der Zwischenzeit umgekommen sind, in der Folge von diesem Tag. Und ich habe mich auch gestellt und insofern als Zeitzeuge, weil auch zum 80. Male es sich gejährt hat, dass am 29. September 1944 durch einen Bombenangriff auf die Zivilbevölkerung in Wemmetsweiler, in meinem Heimatdorf, 23 Menschen umgekommen sind, da bei 12 unter 14 Jahren und davon 3 aus meiner Klasse. Ich selber habe das große Glück gehabt, dass mir nichts passiert ist. Ein Klassenkamerad mit Gehirnverletzung und Schädelverletzung hat in der Saarbrücker Zeitung vor ein paar Tagen die Gelegenheit gehabt, im Neuenkircher Teil seine Geschichte zu erzählen. Am 5. Oktober, das ist jetzt ein paar Tage her, war der 80. Jahrestag des Bombenangriffs auf Saarbrücken, bei dem 361 Menschen umgekommen sind, auch unschuldige Menschen, hauptsächlich alte Männer, Frauen und Kinder, und 45.000 Menschen sind obdachlos geworden. Das ist fürchterlich, dass es in unserer Zeit solche Dinge gibt. Und es ist auch müßig, meiner Ansicht nach, es ist müßig, danach zu fragen, wer letzten Endes schuld ist. Wichtig ist, dass Menschen tagtäglich, auch heute und morgen, umkommen, und zwar deshalb, weil die verantwortlichen Politiker nicht in der Lage sind, eine friedliche Lösung im Nahen Osten zum Beispiel zu finden. Und mein Kollege Toscani hat das sehr scharf auch dargestellt, was man also tun müsste und was man tun könnte und was man tun sollte. Es geschieht leider nicht. Und ich möchte hier ein Wort noch sagen zu Gedenktagen. Ich habe den 29. September 1944 genannt. Ich habe keinen Groll gegen die Leute, die damals diese Bomben abgeworfen haben. Ich habe keinen Groll, und ich glaube auch nicht, dass die Saarbrücker Groll haben gegen die Leute, die damals diese Bomben auf Saarbrücken abgeworfen haben. Die Gedenktage dürfen nicht dazu sein, Hass zu schüren und Rachegelüste zu wecken. Sie müssen uns eine Mahnung sein, dass so etwas nie mehr passieren darf. Nie mehr und auch heute nicht passieren darf. Und jetzt mal abseits von den menschlichen Tragödien, mit denen wir es hier zu tun haben. Es ist ja auch eben gesagt worden, also das will ich dann noch einfügen, eben gesagt worden, dass alle Juden und Jüdinnen sich im Saarland, Deutschland natürlich auch, aber wir sind ja hier für das Saarland verantwortlich, sicher fühlen müssen. Selbstverständlich. Selbstverständlich müssen sie sich sicher fühlen. Aber auch alle anderen müssen sich sicher fühlen. Wir müssen dafür sorgen, wir als saarländische Politiker, dass alle Menschen im Saarland sich jederzeit und an allen Orten sicher fühlen können. Das muss eine unserer wichtigsten Aufgaben sein. Und als Teil der Bundesrepublik Deutschland kann der Appell von hier aus nur lauten, was den Nahen Osten betrifft. Wir sehen ja, es wird immer von Eskalation gesprochen, die man vermeiden will. Eskalation heißt ja Ausweitung. Es hat sich ausgeweitet. Es hat sich ausgeweitet von diesem 7. Oktober an. Es hat sich ausgeweitet auf die ganze Region.
und indirekt sind wir alle betroffen. Es hat sich schon ausgeweitet. Wir müssen dieser Ausweitung ein Ende setzen. Wir müssen alles dafür tun, dass dieser Krieg und dieser Konflikt, um Menschenleben zu schützen, endlich und endgültig beseitigt wird. Herzlichen Dank.